guten Morgen erstmal hier aus dem Auto. Heute fahren wir mal eine Runde bei wunderschönen, herrlichem Wetter nach Tautenhain. Die haben dieses Wochenende zum ersten Mal auf. Und da werde ich mal mit dem guten Lukas, der sich nachher bestimmt nochmal selbst vorstellen wird, werde ich mal hinfahren. Eigentlich war der Plan Hammer. Hammer hatte nur noch Vormittag frei. Dann Triptis um 5 Minuten der Anmeldung zu spät gesetzt. Dann Mattstedt aber, fahre ich vielleicht morgen und dann kam Tautenhain ins Spiel. Also von daher gibt es jetzt Tautenhain. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu filmen, wie das letzte Mal in Mattstedt. Und ja, vielleicht gibt es mal ein bisschen was von außen. Dann würde ich sagen, bis gleich. Wer bist denn du? Ich selber nicht. Ich habe gesagt, Lukas soll sich selber vorstellen. Kann ich nicht. Sag, dass du Lukas bist. Ja, verleiht dir Flüge. Bist du Lukas? Ich bin Lukas. Schön. Nein, wie macht man es richtig? Warte, da müssen wir erstmal üben. Two and Pinky, One and Stinky und immer schöner. One Pinky, wegen der Freundlichkeit. Es ist echt Luxusprobleme hier im Auto. Gucke hier, einen großen Koffer haben sie. Nimmst du dein Zeug auch mit? Nee, ich fahre heute nackt. Besser ist? Also ich habe meins nicht mit. Ich lasse meins im Auto. Ciao. Hätte ich nicht so eine dreckige Scheibe, würde man vielleicht auch was sehen. Nee, das ist hier auch noch der Prominenztreffer. Wahnsinn. Jim Knopf, bist du es? Jim Knopf? Wo ist denn Jim Knopf jetzt hin? Das ist Jim Knopf. Geil, was macht ihr hier? Fährst du nicht Yamaha? Warum hast du Kawasaki-Pullover an? Hat nur Charles im Stock geliehen. So, erste Session vorbei. Oh, Mittwoch war ich noch in Diesker mit meinem Vater. Video ist läuft. So, nun kommt drauf auf die Kiste, das sind mehrere. Da können wir das nächste Mal, in der Lebensgruppe fahren bei uns, mit so wenig wie du fährst. Scheiße. Komm doch nur. Ich mache jetzt. Die Arme. Ja, jetzt gibt's erstmal von Lukas seinem Papa schöne Essen und dann gibt es noch mal ein paar Track-Videos. Es wird anstrengend. Aber Wetter hält sich. Eigentlich hatten sie Regen angesagt, aber ist nicht. Pause. Verlängerte Mittagspause heute. Schneit es eigentlich draußen, Lukas? Es hört gerade auf, gell? Mein Munkel. Naja, wir machen jetzt noch mal 10 Minuten länger Mittagspause und dann ziehen wir wieder raus. Und dann habe ich gleich die GoPro fertig gemacht. Und dann eine Runde setzen und hoffen, dass es nicht wieder anfängt mit Schneien. Hier hinten ist Werksfahrerlager.
die Jugend, nur am Handy. Ganz schlimm. Um nochmal das Video ein bisschen gründ abzuschließen, dachte ich mir, mach ich nochmal tschü und bis dann sich. Und es gab an dem Tag noch eine geile Überraschung und die seht ihr. Und zwar gab es ein mega fettes Jersey. Ist jetzt ein bisschen zerknittert, das ist nicht schlimm. Das wird alles gebügelt vom lieben Goldberg Graphics. Und ich weiß nicht, ob man es hier so sieht. Da sind nämlich ganz viele kleine 94 drin und hier oben auch. Nice. Und von vorne sieht das ganze Teil nämlich so aus. Mega geil. Ist richtig gut geworden. Und da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei dem guten David, dass das so schön ging. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis dann.